Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Microsoft Excel. Das letzte Mal haben wir ganz schön gewerkt schon mit vielen verschiedenen Formeln, mit Summe und so weiter und haben sich das angesehen, haben das Knopsi kennengelernt, sind draufgekommen. Jetzt haben wir eine Tabelle mit vielen, vielen verschiedenen Werten. Ja. Und übersichtlich ist das nicht. Übersichtlich ist etwas anderes. Es ist einfach ein Sammelsurium an Zahlen. Wie bringe ich da jetzt Ordnung hinein? Es wäre ja schon mal gut, wenn man diese Zahlen hier irgendwie kennzeichnen würde. Ist das Stück, ist das Euro, ist das, was ist das? Ja? Würde ich eine Einheit dazu schreiben. Ja? Es ist jetzt so, dass jede Zelle hat einen Typen. Standardmäßig haben die Zellen den Typ Standard. Und wenn wir hier, egal welche Zelle auswählen, sehen wir da oben Standard stehen. Das ist das Standardformat der Zelle. Und wenn ich jetzt diese Zelle zum Beispiel auswähle, und klappen wir mal auf, was ist denn da in der Auswahlbox? Und da, ui, da sehen wir ja einiges. Gell? Da sehen wir zum Beispiel Währung. Angeklickt. Okay, so schaut das also aus bei Währung. Das schaut doch ganz nett aus. Und was haben wir noch? Was ist Buchhaltung? Also ein bisschen rübergerückt. Ja. Das schaut doch super schon. Ne? Dann hat das mal doch, dann markiere ich doch alles und sage Buchhaltung. Da unten ist auch Buchhaltung. Und da gebe ich hin, machen wir auch Buchhaltung. Da das Stück, das schreibe ich nicht Euro dazu. Und da steht halt jetzt einmal so drin. Ja. Gut, na das gibt schon mal mehr Überblick, da sehen wir zumindest, welche dieser Zahlen ist ein Geldbetrag. Ja. Was jetzt auch noch super wäre, wäre irgendwie ein Strich da irgendwie durch die Gegend. Wie kann man einen Strich machen? Man markiert diese Zellen, ja, wo man den Strich drunter, drüber, links, rechts machen will. Ja. Und da haben wir dieses Quick-Format-Zeichen und da können wir sagen, okay, was wollen wir hier? Dicke Rahmenlinie unten zum Beispiel. Bug. Dann ist da ein dicker Strich drunter. Ja? Jetzt schaut es noch einmal übersichtlich aus. Hallo, hallo. Wer hätte das gedacht? Die Ergebnisse wollen wir unterstreichen. Das heißt, da mache ich einen Doppelstrich darunter. Doppelte Rahmenlinie und. Na, hallo. Schaut doch schon super aus. Ja? Also jetzt gibt man Struktur. An der Funktion der Tabelle hat sich nichts geändert. Das ist einfach nur Struktur. Ja? Struktur der Tabelle, Struktur der Tabelle. Es gibt noch dieses Format übertragen, diesen Pinsel. Mit dem ist es ein bisschen schwierig. Mit dem ist es ein bisschen schwierig. Warum ist es schwierig? Schau, ich nehme das alles nochmal weg. Ja? Ich sage, das ist alles Standard. Standard. So. Und jetzt sage ich, das ist Buchhaltung und jetzt möchte ich dieses Format, dieses Buchhaltungsformulat auf Format, nicht Formulat, dieses Buchhaltungsformat möchte ich jetzt übertragen. Jetzt kann ich da auf diesen Pinsel drauf gehen, ja, und jetzt drücke ich da her. Tatsächlich hat es funktioniert. Es ist genauso angestrichen, ja, wie vorher. Ja. Super. Ja, na dann übertrage ich doch das alles da. Wupp. Und da sehen wir schon, es werden alle Formate. Werden alle Formate übertragen. Das heißt, die Rahmen sind gleich wieder mal weg. Ja? Wie kriege ich Rahmen überhaupt weg? Da kann man am besten hier auswählen, keinen Rahmen. Dann ist der überhaupt weg. Wie kann man eigentlich noch Rahmen machen? Ja? Also, ich sage jetzt einmal, ich markiere diesen Bereich. Nur um es herzuzeigen. Ja? Rahmenlinie außen. Ich denke, ist klar. Gell? Kein Rahmen. Dann Rahmenlinie unten. Ist nur die untere von den markierten Zellen. Gell? Kein Rahmen. Dann haben wir Rahmenlinie oben. Ist nur der obere. Ja? Ich meine, links und rechts brauche ich jetzt nicht herzeigen. Hoffentlich. Ja. Was haben wir noch?
Kein Rahmen, dicke Rahmenlinie ist auch doppelt. Okay. Rahmenlinie oben einfach, unten doppelt. Ich meine, das klingt alles logisch. Ja? Aber was ist jetzt, wenn ich zum Beispiel was anderes machen will? Und hier haben wir, können wir auf weitere Rahmenlinien gehen. Und das ist jetzt eine relativ interessante Sache. Schau her, da kann ich mir auf der linken Seite kann man die Rahmenart aussuchen. Also zum Beispiel, ich will, dass der linke Rahmen so ausschaut. Ja, der rechte soll so eine punktierte Linie sein. Ja, und in der Mitte möchte ich überall also eine fette Linie drin haben. Schauen wir uns an, was da passiert. Der linke ist so komisch strichpunktiert, der rechte sieht man ganz schlecht eigentlich, ist so punktiert. Und alle in der Mitte sind so richtig fette Dinge. Also das ist das, was das bedeutet. Das ist das, was das hier bedeutet, die mittlere Rahmenlinie. Ja. Wenn ich sage zum Beispiel, so strichpunktierte möchte ich innen machen und außen rundherum möchte ich durchgezogene Linien machen, dann schaut es dann auch so aus. Ja. So kann man das an und für sich relativ gut die Rahmen festlegen. Und man kann es übereinander machen. Also, pass auf, was haben wir gesagt? Da mache ich eine dicke Rahmenlinie unten. Da mache ich eine doppelte Rahmenlinie unten. Und so schaut das jetzt aus. Zusätzlich zu diesen ganzen Sachen kann ich auch noch die Schriftart selbst beeinflussen. Also da zum Beispiel das da oben zum Beispiel wäre schön, wenn es fett ist. Das kann man da oben aussuchen. Kann ich sagen, okay, das mache ich größer. Ich weiß nicht. Aber ich kann es zum Beispiel fett machen. Ja. Jetzt schaut das schon relativ übersichtlich aus, würde ich sagen. Ja. Jetzt sehe ich da, okay, das ist da wieder rausgerückt. Was ist, wenn ich alle Rahmen so dick, alle Spalten so dick machen will, wie ich es gerade so breit machen will, wie ich es gerade brauche? Ja. Ich markiere alle Spalten und dann mache ich auf einen so einen Zwischenteil einen Doppelklick drin. Jetzt sind alle genauso breit, wie ich sie brauche. Ja. Manchmal will man das nicht, dann sagt man, okay, die sollten eigentlich alle gleich breit sein, markieren. Oh, das ist vielleicht jetzt so. Ja, das schaut doch schon okay aus. Die Stück mache ich nur ein bisschen breiter. Passt. Ja. Bei den Stück haben wir gesagt, das wäre doch schön auch, wenn da was dabei ist, wenn das Stück oder was, das, oder Liter oder was, keine Ahnung. Ne? Weil wenn man eine Bremsflüssigkeit, habe ich jetzt gar nicht dabei, kann ich nachher dazu, das würde kein Stück sein, das würde ein Liter sein oder Milliliter oder was auch immer. Dass das da dabei steht. Ja? Wie mache ich das? Es gibt da bei Standard, schau mal, gibt es da irgendwo Stück? Nein, gibt es nicht. Aber ich kann auf weitere Zahlenformate gehen. Ja? Weitere Zahlenformate und da unten gibt es Benutzer definiert. Ja, und bei Benutzer definiert, kann ich zum Beispiel das sagen, 0,00 und dann unter Hochkomma SDK kann ich die Einheit dazu schreiben. Ja, okay, die Nullen sind praktisch die Platzhalter für die Zahlen und hinten wird auch unter Hochkomma, was dahinter stehen soll. Und jetzt schaut so aus, aber Doppelklick, 4 Stück. Schau, 4,00 Stück. Das macht natürlich bei Stück keinen Sinn. Ja. Bei der Pizza vielleicht gibt's halbe. Aber normalerweise, ich verkaufe nicht eine halbe Bremsbacke oder so irgendwas. Das heißt, eigentlich möchte ich nicht, dass da 4,00 steht, sondern ich lösche das Komma 00 weg und sage einfach so viel Stück. Schau, und dann schaut's so aus. Ja? Und dann mache ich wieder die Pinsel. Ja, und darunter habe ich wieder das Problem. Wie bringe ich jetzt das dazu, dass das ebenfalls mit dem Stück ist? Ja, ich markiere einfach alles und sage hier, bin weitere Zahlenformate. Und dann habe ich das da unten in der Liste schon erinnern. Bei Benutzer definiert, da ist schon mein Stück. Ja, da ist auch das vorige, das hat er sich irgendwie gemerkt. Okay, passt. So funktioniert das wesentlich besser wie mit dem Pinsel. Ja. Oder Gesamtgewinn. Da ist jetzt, wenn ich eine ganze Bereich, einen ganzen Zellenbereich habe, der schon genauso ausschaut, wie ich das haben will, da ist der Pinsel wieder super. Dann nehme ich den Pinsel, fahre da drüber
Und dann nimmt er natürlich auch in der letzten Zeile die Formate von dem Dings weg. Und jetzt sehen wir schon, dass ein Strichel, das ist vor der Buchhaltung. Schau her, wenn ich da nämlich Währung sage, steht da 0,00. Das ist bei der Buchhaltung, da fällt halt irgendwo, wo nichts drinnen steht oder 0 drinnen steht, mehr auf mit diesem Strichel. Das ist der große Unterschied zwischen Buchhaltung und Zahlen. Ja, also so kann man nachher die, man kann auch nachher hier sagen, okay, das fülle ich an und das ist der Grün und da kann man die Tabelle gestalten, wie man will. Ja. Bringt Übersichtlichkeit, keine Frage, ja. aber die Funktion ändert sich nicht. Gell? Die Funktion sollte eigentlich schon vorher passen. Man kann nachher auch noch herumfuschen, ja? Fuschen. Aber wenn man jetzt etwas ändert, zum Beispiel jetzt mache ich eine neue Zeile hinein. Ja? Also haben wir gesagt, eine neue Zeile, rechte Maustaste, Zellen einfügen. Ah, schau, da ist schon ein Strich rum. Ja? Dann hat man mehr Arbeit. Ja? Muss ich da wieder so einen Strich weg, kein Rahmen. Deswegen mache ich das üblicherweise so, dass das so ausschaut, dass die letzte Zeile praktisch frei ist und noch eine Steuerung plus. Und jetzt kann ich da sagen, Bremsflüssigkeit. Das kostet, ist teuer. Kaufen du es. Passt. Knopse nach unten ziehen. Sehen wir sehr auch mein Knopse wird auch das Format mitgezogen. Es ist einfach mehr Arbeit. Okay? Es ist einfach mehr Arbeit, eine formatierte Tabelle zu bearbeiten, weil man auf die Formate aufpassen muss. Das wollte ich nur sagen. Ja? Knopse nach unten ziehen, habe ich gerade gesagt. Ja, okay. Manchmal, das habe ich gesagt, das funktioniert eigentlich ganz schön. Ja? Manchmal will ich aber nicht, dass das so funktioniert, wie es funktioniert, sondern manchmal möchte ich, dass sich einige Dinge nicht ändern. Ja? Wenn wir uns das nächste Mal ein Beispiel anschauen, wo ich das will. Ja? Wo und wie wir das trotzdem hinbekommen, dass sich genau dieser Teil nicht anpasst. Ja. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.